glaube, ich muss das Spiel dann gleich noch wieder ein bisschen lauter machen. Wartet mal, ich mache kurz das Spiel ein bisschen lauter, aber ich muss raustaben, deswegen... Hey, Weichei. Okay. Du hast wohl auf mich abgefärbt. Ich wollte nämlich bloß sagen, das war gute Arbeit. Gut, dass ich euch vertrauen kann. Ihr könnt gerne die 404-Hubs benutzen, um Aufträge abzuschließen. Ich werde da sein, für die gute Sache kämpfen und hoffen, dass ihr mithelft. Bis dann. Bis dann. So, ich muss kurz raustappen, da ist das Spiel aber kurz weg. Nicht erschrecken. Ich will noch einen Ticken lauter machen für euch. Ich habe nämlich letztens für eine Freundin was aufgenommen und da habe ich den Sound umgestellt. So. Ist das jetzt unsere Hauptmission? Ist es. Wir haben diese Mission letztes Mal noch angefangen. Da haben wir uns in unserem Versteck getroffen. Und jetzt geht's richtig los. Ich bin fertig für heute. Sehr gut. Dann auf jeden Fall schön Feierabend. Karte. Ich glaube, wir fahren ein Stück Auto. Autofahren ist gut. Da sehen wir was von der Stadt. So. Haben wir eigentlich... Sind alle Teammitglieder... Nee, die hier ist, glaube ich, noch im Gefängnis oder im Krankenhaus. Die ist noch verhaftet. Ja. Hat Pech gehabt, ne? Normal und ein bisschen lustig, saß gerade mit ein paar Kollegen zusammen, als die Probewarnung los... Stimmt, die war halt auch. Mein Handy hat mich gewarnt, bei einem Kollegen war nichts. Wir haben sehr gelacht, weil er letztens beim Unwetter schon keine Warnung bekommen hat und meinte, er weiß ja dann... Wieso die... Ja... Ein Kollege von mir meinte das letztes Mal auch, wo wir letztes Jahr oder Anfang des Jahres diese Probewarnung hatten, meinte er auch, bei 9 Millionen Menschen hat es nicht funktioniert. Dann hat er auch gesagt... Im schlimmsten Fall sind dann 9 Millionen Menschen uninformiert. Das ist schon krass. Aber seine Überlebenschancen sind von 10% auf 20% gestiegen. Da, wo er vorher gewohnt hat, gab es nicht mal Sirenen. Hier funktionieren wenigstens die Sirenen, also wird er zumindest darüber gewarnt. Ja. Bei uns ist es ja tatsächlich sogar so. Jeden Mittwoch, 15 Uhr, ist bei uns bei den Sirenen Probealarm. Also es wird eigentlich wöchentlich getestet. Immer mittwochs 15 Uhr. Finde ich ziemlich gut. Also ich weiß, die Sirenen hier im Landkreis funktionieren. Und auf meinem Handy, das hat heute auch funktioniert. Sogar eine Minute vor um 11. Hm. So, wir brauchen ein Auto. Das sieht gut aus hier, das Auto. Das ist schnell. Oh, das ist sehr schnell. Lass mich durch, ich bin Arzt. Hä, bist du da? Bei mir auch. Nina war ein bisschen früher dann. Also ich habe sie hat in Alvians Angelegenheiten rumgeschnüffelt. Heimlich natürlich. Aber ich konnte herausfinden, dass ein Großteil seiner Aktivitäten aus diesem Bereich kommt. Dann lass uns mal Hallo sagen. Nicht so schnell. Laut seinem Heimsicherheitssystem ist Hamish nicht da. Und bevor du auf dumme Gedanken kommst, er hat seine Eingangstür mit einer Reihe von Fallen verbunden, die bei einem Einbruch erst alle seine Daten und dann dein Leben auslöschen. Nicht zwangsweise in dieser Reihenfolge. Na toll, wir haben es mit einem Paranoiden zu tun. Mal ehrlich, du bist bewaffnet und versuchst in seine Wohnung einzubrechen. Aber du solltest ins lokale Netz reinkommen und mithilfe der Sicherheitskameras seine Fallen deaktivieren können. Super. Okay. Ich muss ja sagen, ich habe tatsächlich nicht mal die Nina-App
Ich habe gar keine Warn-App auf meinem Handy. Ich habe tatsächlich drauf funktioniert, dass der Broadcast... Dass ich glaube, Broadcast die Hauptschnittstelle ist auf dem Dach. Warnung. Ich sehe Fenster. Was sagst du, Bagley? Klar, wenn du da hinkommst. Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, wir benutzen die Plattform zum Fensterputzen. Zweitens, wir finden eine Baudrohne. Drittens, wir geben auf, gehen nach Hause und überdenken unser Leben. Wird gemacht. Ich bin für drittens. Ja, also wie gesagt, ich habe gar keine... Guck mal, da ist nicht so eine Drohne, die können wir uns holen. Gar keine Warn-App. Aber es ist ja gut, wenn es halt über... Wenn das über die SIM-Karte tatsächlich auch funktioniert. Ich wollte tatsächlich heute Vormittag kurz einkaufen und was bei der Post holen. Aber dachte mir dann, nee, Moment. Du wartest noch bis nach um 11, weil ich hatte keine Lust, dass das irgendwo draußen losging. Ich meine, es ging ja am Ende bei allen um 11 los, aber ich, nee, ich dachte, nee, ich will das nicht. Ich war da tatsächlich sogar gerade noch mit, gerade noch mit Susi gequatscht, als das Ding losging. Ich weiß auch nicht, wie die das jetzt auswerten. Also die wissen ja jetzt eigentlich nicht, bei welchem Handy das nicht funktioniert hat, oder? Die können ja jetzt maximal auswerten, so und so viele Handys sind angemeldet in Deutschland. Ich weiß gar nicht, gibt es noch SIM-Karten ohne Meldung? Und so viele Nachrichten sind rausgegangen. Aber anders können die das ja jetzt nicht wirklich nachvollziehen, wie viele Leute gewarnt wurden. Dieser Hamish ist nicht gerade sehr gastfreundlich, aber er kennt sich gut mit Fallen aus. Du könntest die Fallen lahmlegen, wenn du den Strom neu verkabelst. Wird gemacht. Oh, das ist wieder so ein Drehding. Willkommen bei Claire's aktueller Gefahr und willkommen im faschistischen London. Ärgert euch nicht über den Stiefel in eurem Nacken. Mit der Zeit denkt ihr nicht mehr daran. Wir müssen aufwachen, Leute. Gäbe es ein Drehbuch zur Erstellung eines totalitären Polizeistaats, wäre Albion schon beim Verfassen des Nachworts zugange. Niemand hat von den Anschlägen so profitiert wie Sie, oder? Sie laben sich an der Angst der Stadtbevölkerung. Es war ein leichtes Nigel Cass, die Kontrolle über die Stadt zu überlassen. Sie sind die Profiteure dieses Chaos. Der Gürtel wird jetzt immer enger, Freunde, wenn wir nichts tun. Wir können nicht warten, dass jemand anderes für uns kämpft. Wir müssen es tun. Na, ah, da kann ich noch rein, okay. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich hier hinten rankommen? Wie ich es vermisst habe, diese Drehdinger. Es gibt dazu extra eine Umfrage. Ach so. Ja, aber die Umfrage machen ja auch nur die Leute, die davon wissen. Das bringt nichts. Ich könnte das hier vielleicht noch drehen, aber ich brauche von unten noch Strom. Oh, dieses Piepen ist ja nervig. Kann man das Piepen nicht ausschalten? Moment mal. Ich brauche hier noch einen zweiten Stromfluss. Damit ich das Ding entsperren kann. Aber wie kriege ich den Strom hier rüber?
Ich hasse es. Oh. Warte. So. So. So, brauche ich hier wieder zweimal Strom. Aber wenn ich den jetzt drehe, ist es ja wieder rot. Sind entschärft. Das senkt die Wahrscheinlichkeit deines Ablebens, wenn du durch die Wohnungstür gehst. Die Nina-App weist zum Beispiel auch auf die Umfrage hin. Ich denke, die anderen Apps machen es auch. Ich habe das auf Insta gesehen. Ich habe tatsächlich einen Screenshot auch gemacht von dieser Warnung. Da war auch irgendein Link, wo ich hätte draufklicken können, aber habe ich nicht gemacht. Hamishs Wohnung. Gut, dass die Drohne hier gewartet hat. Das ist ja super freundlich. Fällt es auf, wenn wir damit jetzt hier rüberfliegen? Stimmt nicht, oder? Sieht niemand. Soll dann einfach reingehen? Stehen Leute vor der Tür. So. Ich muss tatsächlich sagen, ich mag unseren Bauarbeiter am liebsten. Vielleicht fällt's auf. Aber ich mag den am liebsten. Ich habe auch das Fenster auf. Also wenn es von draußen zu laut wird, sagt Bescheid. Aber frische Luft ist, glaube ich, ganz gut. Noch eine Bewegung, Chief, und ich jag diesen Ort samt dir in die Luft. Oh, okay. Kein Grund, sich aufzuregen. Wer zur Hölle bist du und was machst du in meiner Wohnung? Albion? Nein. Tatsächlich sind wir das ziemliche Gegenteil. Was, Detzak? Ja klar, und ich bin Che Guevara. Du bist erledigt. Halt, halt! Albion weiß, dass du in London bist. Töte mich, wenn du meinst, aber hau bloß ab, jetzt! Verdammt. Du sagst die Wahrheit, oder? Scheiße nochmal, ich hielt mich für vorsichtig. Verdammter Idiot, Hamish! Also, Cass ist jetzt schlimmer als... Glaub mir, wir wissen das. Warum sonst sollte ich hier meinen Arsch riskieren? Vermutlich, weil Nigel Cass dich bezahlt. So läuft das bei Söldnern doch. Hör zu! Wir brauchen deine Hilfe. Cass ist kein Freund von uns. Er wollte uns töten und ist für die Anschläge verantwortlich. Kumpel, du weißt nichts. Du hast keine Ahnung, was Cass vorhat und... Los, los, oh, los! Fuck! Ein Albion-Trupp nähert sich dir. Das war wohl fuck. Nicht gelogen. Fuck, denk nach, Hamish, denk. Fuck, schön. Wir vertagen. Ich verschaff dir Zeit. Geh jetzt! Jetzt! Verfolgungsjagd? Oh. Los, los!
einfach so rum. Wenn wir überlegen, nicht manchmal, bevor sie jemanden nachklappen. Oh, scheiße. Wow. Nee, warte. Das mach ich nicht mit. Hör auf zu schießen auf mich. Wo ist meine Drohne? Oh, hier. Zentrale, entsenden Drohnen, um die Zielperson festzunehmen. Oh nein! Ich stürze ab. Die Zielperson ist im Wasser. Benötigen Unterstützung vor Ort. Ende. Ich bin der Personifizierte. Ich kann ja nicht ausweichen. Ich glaube, das ist auch eine Nagelpistole. Nagelpistole. Ich weiß nicht so richtig, wo ich dorthin fliehen soll. Dein Teammitglied hat seinen Wohnsitz in eine Albion-Zelle verlagert. Sind die Mieten in London wirklich so heftig? Stimmt das? Dann bringen wir das besser in Ordnung. Ich glaube, die ganze Aufregung hat unseren neuen Freund Hamish überzeugt, dass wir uns gemeinsam um Cass kümmern müssen. Er will kooperieren. Okay, Mission abgeschlossen. Na dann. Wir haben es zwar gefailt, aber... Wow, Chief. Das nenne ich mal eine gekonnte Flucht. Ich glaube dir. Also sage ich dir, Nigel plant was. Und ich glaube nicht, dass ich ihn allein aufhalten kann. Wenn DadTag so ist, wie ich gehört habe, hilfst du mir. Wir helfen uns gegenseitig. Könnte sein, dass Cass was mit den Anschlägen zu tun hat. Was für Pläne könnte er haben, die noch schlimmer sind? Nein, so ist er nicht. Also nicht wirklich. Nigel will sich selbst als Helden sehen. Er ist ein arroganter Idiot, aber nicht zynisch. Für jeden Ort hatten wir einen verrückten Plan, um die dortigen Probleme mit Roboterpolizei, automatischer Düngung oder was auch immer zu lösen. Gesellschaft ist ein technisches Problem und Menschen sind Softwarefehler, verstehst du? Man umgeht sie oder man löscht sie. Sorry, Chief. Ich wechsle den Proxy-Server, damit sie mich nicht finden. Ich melde mich gleich wieder. Also, ich habe einen Insider, okay? Einen Kontakt bei Albion. Der sagt, Nigel hat ein großes Treffen im White Tower geplant. Er will über ein Riesenprojekt reden, das er für London geplant hat. Ein Ausbau seines privaten Polizeistaats? Ha, na klasse. Nimmt sich der Penner nicht auch mal Urlaub? Was auch immer er vorhat. Wir müssen dieses Treffen beobachten. Ich wollte schon immer mal so eine Nummer drehen. Okay, eins nach dem anderen. Wir brauchen jemanden, der das Ziel im Auge behält. Also los. Ich halte in der Zwischenzeit nach der richtigen Person Ausschau, um unseren zusammengewürfelten Haufen abzurunden. Oh shit. Albion Cybersecurity ist an meiner Proxy-ID dran. Sie müssen das Zündsignal verfolgt haben. Ich muss mich darum kümmern. Moment, was ist denn noch? Oh. Oh, guck mal, wir haben hier direkt diese komische Mission da in dem Bezirk. Ja, aber das ist nicht immer so, Julia. Ich weiß nicht, warum das manchmal so ist. Letzter Stream war das nämlich teilweise nicht so. Dann musste ich alles nochmal machen. Hier ist er in dem Sinne beendet, weil unser Agent jetzt im Knast sitzt. Sozusagen. Und ich musste ja jetzt einen anderen Agenten wählen. Ich konnte ja nicht sagen, ich gebe auf oder so. Ich musste einen anderen Agenten wählen und dann... Ich meine, die Mission war ja oben auch eigentlich als nicht geschafft gekennzeichnet. Aber dann abgeschlossen. Ich habe...
Konnte ich das hier hacken? Nee. Ich dachte. Ups. KI-Gigant BrokerTech gab heute bekannt, dass Daybreak eingestellt wird. Die Neuralkartierungstechnologie, die ewiges Leben ermöglichen soll. Ein Sprecher des Unternehmens hat der Presse mitgeteilt, dass diese Entscheidung aus Respekt vor der kürzlich verstorbenen Gründerin Skye Larsen getroffen wurde. Wie das Unternehmen nach dem Tod seiner berühmten Chefin weitermachen wird, ist noch unklar. Um den Kampf bist du trotzdem mehr oder weniger drumherum, und das stimmt. Rein theoretisch ist diese Verhaftungszeit ja auch viel länger. Wir kriegen die ja nur verkürzt gerade, weil wir hier eine Anwältin oder sowas haben hier. Und ich habe ja jetzt trotzdem den Nachteil dadurch, dass ich ihn nicht einsetzen kann, bis er aus dem Gefängnis raus ist. Oder wenn die im Krankenhaus sind und so. Da habe ich ja auch das Problem, dass er jetzt für mich nicht nutzbar ist. Gerade wenn ich ihn jetzt vielleicht gern spielen würde, weil er die Drohne hat, kann ich das gerade nicht und muss mit meinen anderen Agenten zurechtkommen. Ja. Aber wann das Spiel jetzt wie entscheidet, dass es die Mission beendet ist oder nicht, keine Ahnung. Also ich spiele auch auf normal. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, ob du auf leicht oder normal oder schwer spielst. I don't know. Das Gebäude habe ich auf jeden Fall damals bei Susi schon gesehen. Das sagt mir irgendwas. Aber ich kann mich nicht an die Mission erinnern. Ah. Der Tower of London. Da können wir aber nicht einfach so reinspazieren. Ich würde ja gern helfen, aber Nigel hat Lunte gerochen. Mit den ganzen CTOS-Kameras hat er mich ganz schnell gefunden. Für dich riskiere ich meinen hübschen Hals nicht. Wir brauchen für unseren Coup einen Albion Insider, der bereit ist, die Seite zu wechseln. Ich habe bei einer Kontaktperson angefragt, die in einem Pub in der Nähe arbeitet. Wo sonst findet man einen desillusionierten Antihelden, der sein Gewissen mit Alkohol betäubt, aber insgeheim auf Rehabilitierung sind? Ich habe unserem Kontakt gesagt, was wir suchen, und sie ist in der Nähe. Oh, geh rein. Noch einen Schritt weiter. Mach erstmal alle Fallen scharf. Ich meine, das Problem ist dann, dass die natürlich dann davon ausgehen, dass hier jemand ist. Und sie anfangen zu suchen. Aber ein bisschen Action schadet ja nicht, ne? Kennt's ja nicht anders. Als ob ich hier irgendwie durchsneaken könnte. Oh, ist der VIP in die Falle gelatscht? Ja, easy. Offenbar war dieser widerliche Nerd diejenige, die dem Stadtteil die Hilfslieferungen entzogen hat, damit alle schön brav auf Albion hören. Heutzutage kann man mit einer Tabelle mehr Schaden anrichten als mit einer Drohnenflotte. Oh, wunderbar. Ich kann das zwar öffnen, aber... Oder ich öffne das Tor, dann kann ich da hinten ungestört rein, aber die werden ja dementsprechend auch dann Verstärkung widerrufen, ne? Wo genau ist jetzt eigentlich unsere Kontaktperson da hinten? Die ist gar nicht in dem Gebiet, oder? Nee, die ist erstmal hier dahinter. Wir nehmen es, wie es kommt. Genau. Scheiße, mir reicht's mit dir. Aber cool, dass wir den VIP einfach neutralisiert haben. Mithilfe von irgendwelchen Fallen, die ich scharf gemacht habe. Das ist entspannt. Hier könnten wir, glaube ich, auch hoch. Am Gerüst. Kannst du dir nicht
die Tower Bridge. Die haben wir uns auch noch gar nicht so genau angeguckt. Ich wollte ja schon gern mal nach London, ne? Ob ich das aber jemals in meinem Leben schaffe, keine Ahnung. Jetzt, wo man da ja einen Reisepass braucht, schwierig. Ich sehe es nämlich nicht ein, mir irgendwie einen Reisepass für gefühlt Tausende von Euro machen zu lassen, nur damit ich nach England komme. Das wäre ein bisschen zu teuer, dafür reise ich zu wenig. Als dass sich der Reisepass lohnen würde. Hallo? Ihr habt wirklich ein Händchen dafür, euch Ziele auszusuchen. Ihr wisst schon, dass Albion da drin seine Zentrale hat, oder? Oh, wenn es nach mir ginge, würden wir etwas weniger Gefährliches machen, aber dafür mit mehr Samba-Musik. Aber Nigel Cass präsentiert irgendeine neue Geheimwaffe oder sowas. Und es ist unser Job, herauszufinden, worum es geht. Verdammter Nigel Cass, du hast recht, das kann nichts Gutes heißen. Zum Glück höre ich im Pub viele traurige Geschichten. Und hier sind ziemlich viele Albion-Typen unzufrieden mit der aktuellen Lage. Wenn du deinen Charme anknippst, kannst du sicher jemanden auf die Seite der Guten ziehen. Ich habe auch schon wen im Auge. Was du nicht sagst. Sei ein Schatz und schick mir die Informationen. Ich sag Bagley Bescheid. Viel Glück, Schätzchen. Wir wissen von einem Albion-Mitarbeiter, der vielleicht für uns empfänglich wäre. Wie überreden wir jemanden von Albion PMC denn zu überzuwechseln? Das sind Schläger mit Springerstiefeln, die regelmäßig Zivilisten ermorden. Wenn es so schwer sein sollte, einen desillusionierten Mitarbeiter aufzutreiben, ist die Menschheit wirklich arm dran. Es wäre auch sehr nützlich, einen Maulwurf zu haben. Wie lange das auch währen mag. Nigel erkennt Spione mit verbundenen Augen. Sprichst du da aus Erfahrung? Naja, da will ich gerade echt nicht drüber reden. Wenn ich dort jetzt hingehe, knallt die mich doch ab, oder? Ich habe den Eindruck, dass du bereit bist, für London zu kämpfen. Ah, du bist von Detzek. Gut. Ich brauche Hilfe bei etwas. Wir geben unser Bestes. Um welche Angelegenheit geht es denn? Mein Freund hat diese seltene Blutkrankheit. Und bei dem aktuellen Zustand des NHS konnte er seit Monaten nicht richtig behandelt werden. Der einzige Arzt, der Hilfe anbot, arbeitet für Clan Kelly. Sehr kostspielig und illegal. Aber ich hatte keine Wahl. Sprich nur weiter. Es war Betrug. Die Medikamente haben geholfen, aber er wurde süchtig. Da hat der Arzt gedroht, die Behandlung abzubrechen, wenn wir nicht mehr zahlen. Viel mehr. Wir können es uns nicht leisten. Das ist schrecklich. Keine Sorge, Liebes, wir besorgen deinem Freund neue Medikamente. Hallo, Theron. Helena Kozlowski. Okay. Tja, dieser sogenannte Arzt ist ein echter Held. Letztes Jahr wurde ihm wegen Kunstfehlern die Zulassung entzogen und jetzt arbeitet er als Chirurg für den Mob. Mit Prinzipien hat er es nicht so. Kannst du ihn bitte aufspüren? Danke. Ich spüre buchstäblich jeden mit Leichtigkeit auf. Ich schicke dir jetzt seine Koordinaten. Danke, Bagley. Hallo, Behemoth. Schön, dass du da bist. Viel Spaß im Lurk. Ja, großartig. Alles klar. Okay, jetzt haben wir den Shop. Oh, die hat noch gar keine Gesichtsmaske. Moment. Na. Ja. Hä? So,